weil man sich diesem merkwürdigen Diktat auch nicht unterwerfen wollte. Und ja, damit blieb Berlin lange Zeit eine Insellösung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Bei mir ist heute der Stefan. ebenfalls von der Interessengemeinschaft und ich bin der Steve. Der ein oder andere kennt uns ja schon von unserem Video letzte Woche. Das werde ich mal hier oben verlinken. Da haben wir schon mal so ein bisschen angeteasert und schon ein bisschen anklingen lassen, dass es in Bezug der Innogy-Ladesäulen und dem Berliner Senat offensichtlich eine Annäherung gibt. So, und was haben wir denn jetzt zu berichten, Stefan? Das Wichtigste dürfte wahrscheinlich sein, dass die Auseinandersetzung, die rechtliche Auseinandersetzung zwischen der Senatsverwaltung und Innogy offensichtlich durch einen Vergleich beigelegt wurde und den Inhalt des Vergleichs nicht im Wortlaut, aber zumindest von den groben Zügen davon können wir nun berichten. Okay, das ist ja schon mal ziemlich interessant. Für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, Innogy ist im Berliner Bereich tatsächlich ein Pionier der Ladeinfrastruktur, kann man das so sagen, oder einer der Pioniere. Das denke ich, so kann man das formulieren. Die sind in der Stadt seit etwa 2009 vertreten mit Ladesäulen, haben sie angefangen mit dem Aufbau und derzeit dürften es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa 100 Ladepunkte sein. Ich habe es ja in dem einen Video schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht magst du es nochmal, du kannst es bestimmt ein bisschen ausführlicher davon berichten, wie das oder wie kam das? Die haben jetzt Ladesäulen aufgebaut und warum haben die plötzlich keine Beschilderung mehr? Der Aufbau der Ladesäulen war bis dahin eigentlich völlig unproblematisch, bis dann die Senatsverwaltung, und jetzt muss ich nachdenken, ich denke, es musste so 2014, 2015 gewesen sein, sich das Berliner Modell ausgedacht hat. Die ersten Anfänge der Gedanken dazu waren schon früher, aber das war etwa die Zeit 2015, wo man angefangen hat, die ersten Modelle aufzubauen. Das Berliner Modell hat, der Senatsverwaltung hat klare Vorgaben gehabt. Da ging es um die Farbe der Säulen, da ging es um die Anbindung über die Verkehrsinformationszentrale, da ging es um die Preisgestaltung, da ging es um die zur Verfügung der technischen Zugänge, also RFID-Karte. Am liebsten wären sie mit der BVG-Karte auch nutzbar gewesen. Also es hatte bestimmte Rahmenbedingungen, die sie vorgeschrieben haben. Und Innogy hat sich diesen Rahmenbedingungen nicht unterwerfen wollen. Das hatte zur Konsequenz, dass die Sondernutzungserlaubnis, die dann irgendwann ausgelaufen ist, nicht verlängert wurde. Und damit standen die Innogy-Ladesäulen illegal im öffentlichen Straßenraum. Das führte dazu, dass dann eben Beschilderungen abmontiert wurden. Du hast davon berichtet. Mit der Konsequenz, ohne Halteverbotsschilder wird der Ladeplatz halt zugeparkt. Nun konnten wir ja beobachten, dass sich die Säulen verändern. Das heißt also, dass sie von diesen bunten, grellen Neonfarben plötzlich neue Säulen aufgebaut werden, die plötzlich in Grau daherkommen und die unter anderem einen RFID-Kartenleser haben. Und an einigen Stellen wurde tatsächlich auch schon eine veränderte Beschilderung beobachtet. Also das sind die Veränderungen, die sich aufgrund des juristischen Vergleichs ergeben haben. Die Senatsverwaltung und Innogy haben sich geeinigt, wie sie jetzt damit umgehen wollen. Da gibt es zwei Maßnahmenpakete für beide Seiten. Das Maßnahmenpaket für Innogy sah also jetzt vor, dass man die Säulen zum einen ertüchtigt bzw. umbaut. Wichtig war dann bei der RFID-Leser, weil das eben einer der Punkte im Berliner Modell ist. Zum anderen die Integration der Säulen in die Verkehrsinformationszentrale, weil die VIZ verwaltet quasi die Berliner Säulen oder die Säulen des Berliner Modells. Dann bekommen sie eben diese graue Farbe. So wie ich erfahren habe, wird da wohl auch noch ein weißer Aufkleber mit BE Mobile und Innogy draufkommen, damit man das auch als solches erkennen kann. Das sind so die Aufgaben, die Innogy jetzt übernommen hat. Wie wir festgestellt haben, haben sie damit begonnen. Das andere Maßnahmenpaket für die Senatsverwaltung sieht vor, dass, und das ist der, finde ich, wichtigste Punkt, die Beschilderung wieder angebracht wird. Und dabei ist besonders erfreulich, das hat mich schon ein bisschen überrascht in dem Telefonat mit der Senatsverwaltung, dass die Beschilderung bis zum Ende Juli
hängen soll. Ein Zeitplan, den ich mir kaum vorstellen kann. Das ist auf jeden Fall ein straffer Zeitplan. Also wir haben jetzt den 22. Juli. Mal schauen, wann wir das Video rausbringen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein straffer Zeitplan. Was wäre denn, wenn jetzt nach Juli noch Ladesäulen zugeparkt sind, weil sie noch keine Beschilderung haben? Naja, ich kenne nun den Vergleich nicht im Wortlaut, aber wie das so ist, wenn man sich natürlich verglichen hat und von dem einen eine Leistung verlangt, und das wäre in dem Falle, die Senatsverwaltung muss für diese Beschilderung sorgen. Das habe ich aus meinem Gespräch mit der Senatsverwaltung auch entnommen, dass sie dort das machen wollen. In gewisser Weise sind die natürlich ein bisschen die Hände gebunden, wenn die Bezirksämter nicht so schnell agieren, wie es gewünscht ist. Wir sind ja nun noch in der Ferienzeit. Das kann also sein, dass das mit Anfang August nicht klappt. Und da haben wir uns überlegt, und das war mein Vorschlag an die Senatsverwaltung, dass wir ein bisschen dazu beitragen, denn wir wollen ja, dass die Beschilderung kommt, dass wenn wir Ladesäulen entdecken, wo entweder die alte Beschilderung noch dran ist oder gar keine, dass wir das an die Senatsverwaltung melden. Dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Genau, die wurde extra eingerichtet vom Stefan und da bitte ich euch, wenn ihr nach Ende Juli noch irgendwo im Berliner Raum AC-Ladepunkte findet, die noch keine Beschilderung haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an energy@igembb.de. Ich blende es ja gerade ein. Und schildert uns mit Angabe der Adresse und Datum und allem drum und dran, wann ihr das vorgefunden habt. Idealerweise schickt ihr vielleicht sogar noch ein Foto mit. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber dann werden wir das an die entsprechenden Stellen weiterleiten, damit man dort eben Druck machen kann, damit die Beschilderung kommt und damit man dort eben sorgenfrei auch einfach laden kann. Vielleicht noch zu so erwähnen ist, dass es nicht mehr die Negativbeschilderung sein wird wie bisher, also mit einem Halteverbotsschild und einem Zusatzschild, das war so ein bisschen mit einer Batterie, im Auto mit Batteriesymbol, das ist ja nicht offiziell in der Straßenverkehrsordnung niedergeschrieben. Muss man dazu sagen, diese Beschilderung entstand ja auch bevor die offizielle Regelung jetzt soll eine Positivbeschilderung erfolgen, so wie sie auch an allen anderen BE-Mobile-Säulen stattfindet, also mit einem blauen P, Parkzeit- oder Ladezeitbegrenzung auf 4 Stunden tagsüber und das nur für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Und das ist sicherlich interessant für den einen oder anderen zu hören, denn an BE-Mobil-Säulen war es bisher schon immer so, dass man zwischen 8 und 18 Uhr mit Parkscheibe auf 4 Stunden begrenzt laden durfte. 18 bis 8 Uhr, also über Nacht, konnte man unbegrenzt stehen, richtig? Ladend. An Energy-Säulen war es bisher so, da war es egal, ob Tag oder Nacht, man konnte, solange man lädt, konnte man dort stehen bleiben. Das ist nicht ganz uninteressant für den einen oder anderen Nutzer zu erfahren, dass dann in Zukunft natürlich auch an den BE-Mobilsäulen tagsüber die Beschränkung auf 4 Stunden mit Parkscheibe gilt. Also, ich bitte das nur zu berücksichtigen, nicht, dass man plötzlich Beschwerden hört, warum habe ich denn ein Ticket bekommen, weil ich vielleicht keine Parkscheibe ausgelegt habe. Ich muss sagen, ich finde es toll. Ich finde es auch gut. Wir haben hier nämlich ein paar hundert Meter entfernt eine Ladesäule von Energy mit dieser alten Negativbeschilderung. Und meine Freunde, die SUV-Fahrer mit Plug-in-Hybriden, die stehen dort gerne den ganzen Tag und parken da. Ja, auch sie laden, mittlerweile steckt auch der Stecker drin. Aber so ein Mini-Akku ist halt in 3-4 Stunden voll. Und dann stehen sie den Rest des Tages und blockieren die Säule. Da wird es jetzt natürlich mit der Positivbeschilderung etwas einfacher zu sein. Und weg damit bitte. Gibt es denn einen Grund, denn das wird ja immer häufiger angesprochen, warum jetzt die Positivbeschilderung, warum sieht das Berliner Modell denn die Positivbeschilderung vor? Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie die Situation der Ladesäule selber ist. Es gibt ja Parkhäfen und es gibt die Seitenrandparkplätze. Und bei den Parkhäfen kann man zum Beispiel nicht mit einem Halteverbotsschild arbeiten. Da müssen Zusatzschilder angebracht werden, damit das gilt. Und die Positivbeschilderung ermöglicht einem halt einfach zu sagen, hier darfst du parken. Und zwar, das ist das blaue P-Schild, nur
während des Ladevorgangs und das halt von 8 bis 18 Uhr nur 4 Stunden. Also diese Schildergänzungen, deswegen nennen wir das Positivbeschilderung, sind die entsprechende rechtliche, korrekte Darstellung dieses Parkplatzes. Ich verlinke hier oben auch nochmal das Video von Sven Schmolke, denn der hat es in einem ausführlichen Video nochmal über 20 Minuten sehr detailliert erklärt, wie ein Verkehrsschild gelesen wird. Denn in den sozialen Medien liest man leider, leider immer sehr viel Unfug. Ein Verkehrsschild, nur so viel wird von oben nach unten gelesen. Aber schaut euch das Video von Sven Schmolke an. Ist keine Werbung, sondern es ist einfach nur sehr gut gemacht, wo er darauf eingeht, wie ein Schild gelesen wird und wann welcher Zusatz gilt und so weiter und so fort. Die Erfahrung teile ich, wenn man denn von Verbrennerfahrern häufig hört, ab 18 Uhr darf ich hier parken, und wir haben tatsächlich Elektroautofahrer, die das in Sichtweite eine Ladesäule haben und können klar die Uhr nachstellen, ab 18 Uhr werden die Ladeplätze zugeparkt. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, den wir noch erwähnen sollten, ist, dass die Ladesäulen, die DC-Ladesäulen von Innogy in der Stadt nicht in das Berliner Modell integriert werden. Ich kenne persönlich jetzt nur zwei davon. Das ist eine bei McDonald's in der Almuinstraße in Schöneberg und das zweite ist auf der Totaltankstelle in der Jaffe-Straße. Die bleiben so, wie sie bisher geführt werden, in ihrem Innogy-Netzwerk. Innogy-Netzwerk respektive den Roaming-Partnern von Innogy vorbehalten. Das liegt sicherlich daran, dass die nicht im öffentlichen Straßen, im öffentlichen Raum sich befinden, sondern auf Privatgrund. Richtig. Und da kann man das natürlich, oder da können die das dann natürlich selber dementsprechend machen. Okay. Genau. Ist denn jetzt schon preislich was abzusehen? Haben wir da schon mal eine Rückmeldung bekommen, in welche Richtung es geht? Denn die Preise gehen ja sehr weit auseinander. Das BE-Mobil, das Berliner Modell, nutzt ja oder rechnet ja immer noch nach einer Session-Fee ab, richtig? Ja. Innogy hat ja bisher... Das ist nicht ganz richtig, sondern mit der Öffnung oder den Veränderungen, die wir seit einigen Monaten erkennen können. Wir haben ja seit Anfang des Jahres bei den BE-Mobile-Säulen auch die Möglichkeit, mit anderen Partnern laden zu können. Das ist eine Integration von eClearing.net gewesen. Deswegen können wir, also wir haben hier festgestellt, EMBW geht, ChargeNow geht, MeinGau geht. Ich habe jetzt nicht andere ausprobiert, also Vattenfall geht definitiv nicht. Das sind MSPs, also Mobility Service Provider, die über das eClearing.net funktionieren. Und Innogy wird also seine Säulen dort integrieren, sodass man via Abject-Intercharge auch als Kunde dieser MSPs dort laden kann. Also fassen wir nochmal zusammen. Man kann ja jetzt seit, sagen wir mal grob Anfang diesen Jahres, sogar mit EMBW und so weiter und so fort, bei BE-Mobil-Ladesäulen laden. Das wird man dann auch bei Innogy-Ladesäulen können. Ja, weil sie unter dem Label BE-Mobil laufen. Okay, also nicht mehr nur die aus dem RWE oder aus dem Innogy-Verbund, die Roaming-Partner, sondern dann ist es wirklich barrierefrei geöffnet für jeden. Das ist auch schon mal, ein positiver Aspekt. Wo die Preisgestaltung dann hingeht, ich denke mal, eine einheitliche Preisgestaltung werden wir dann nicht vorfinden, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es wird einen Preis geben, der von der Senatsverwaltung, ich sage es jetzt mal mit meinen eigenen Worten, empfohlen wird. Dazu gab es im Frühjahr Veranstaltungen, auf denen ich auch vertreten war, und da wurden Preismodelle abgefragt, was denn so gewünscht ist. Da wir die Verbraucherseite vertreten, ist das immer ganz hilfreich, wenn wir dann an solchen Veranstaltungen mit teilnehmen können. Also ich kann keine Größenordnung nennen, weil ich sie selbst nicht weiß. Ich kann nur Mutmaßungen anstellen. Es wird auf jeden Fall ein kilowattstundenbasierter Tarif werden. So wie ich aus der Einschätzung, das aus diesen Veranstaltungen mitgenommen habe, vermutlich mit einer Zeitkomponente nach der Blockade, also damit es keine Blockade gibt. Also ähnlich wie bei MeinGau, so nach 4 Stunden beispielsweise, das wird dann noch eine Zeitkomponente. Ich denke, darauf läuft es hinaus. Die Diskussion war in dieser Runde sehr, sehr stark, in welchem Umfang und also Preishöhe man diese Blockadegebühr erhebt, damit die Säulen wieder frei werden.
dann kann ich ja persönlich zum Beispiel als Berliner Laternenparker nur hoffen, dass diese Sperrzeiten dann aber auch, was sie ja leider bei Maingau nicht werden, beispielsweise nachts zum Beispiel nicht erhoben werden. Da müsste ich jetzt die Glaskugel rausholen. Ich sage ja nur, wir werden im zweiten Halbjahr diese Preise sehen. Das ist etwas, was mir von Allego auch gesagt wurde. Man ist ja dran, die Säulen umzubauen, eichrechtskonform, damit das alles funktioniert, und dann wird es auch diesen Tarif geben. Das ist übrigens etwas, was mich wundert und ich keine Information bekommen habe, ob und wie jetzt die Innogy-Säulen eichrechtskonform sind. Das bisherige Abrechnungsmodell als Insellösung von Innogy selbst war eichrechtskonform. Die haben sozusagen einen Bestandsschutz gehabt. Inwiefern das weiter gilt, das weiß ich allerdings nicht. War denn herauszufinden, dass unsere permanenten, wie soll man es nennen? Interventionen? Ja, dass die Interventionen, die permanenten seitens der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg da auch vielleicht ein Stück weit mit zu einem Umdenken geführt haben? Also dass vielleicht der ein oder andere nochmal seinen Standpunkt vielleicht doch mal überdacht hat? Also ich denke mal, dass wir an der eigentlichen rechtlichen Einigung gar keinen Anteil haben können. Es ist klar, dass die Interventionen von unserer Interessengemeinschaft dazu beigetragen haben. Sagen wir es mal so, es wird ein Stück weit mit dabei der Gedanke gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir müssen hier was verändern. Es haben sich personelle Veränderungen in der Senatsverwaltung ergeben, und seit diesen personellen Veränderungen hat sich auch ein bisschen mehr Bewegung beim Berliner Modell dargestellt. Das hat sich in den letzten Gesprächen immer herausgestellt, und ich gehe davon aus, dass diese Bewegung auch dazu beigetragen hat. Aber es ist natürlich immer schon schön, wenn wir von Verbraucherseite aus an der Senatsverwaltung, an die Senatsverwaltung herantreten können und sagen, guck mal hier, das wollen wir, das brauchen wir, das ist wirklich wichtig für die Stadt. Ja, super. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Stefan, für deinen unermüdlichen Einsatz, denn Stefan ist wirklich, also der ist in diesem Bereich mit sämtlichen Stellen sehr gut vernetzt, der lässt auch nicht locker, und das macht er nicht nur für sich, sondern das macht er natürlich für uns alle. Und wir wollen gerne wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht, was da passiert. Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass da plötzlich eine Säule grau wird, sondern wir wollen wissen, wieso, weshalb, weil wie geht es jetzt weiter, worauf dürfen wir uns einstellen, müssen wir Angst haben, dürfen wir uns freuen. Mhm. Und dafür danke ich dir auf jeden Fall. Ich danke dir auch fürs Gespräch. Und ich bedanke mich bei allen Zuschauern fürs Dranbleiben. Und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis bald. Tschüss.